So, und damit hallo und herzlich willkommen. Bist gelenkig in die Beine, ja? Okay. Willkommen bei Mass Effect 2, wollte ich eigentlich sagen. Ich wurde aufgelenkt, weil sie so mit den Knien durchwackelt. In der letzten Folge Weißt du, haben dass wir. Erinia mit Kunden, die keine Asari sind, nicht mal spricht? Gar nicht wahr. Sie hat mit Die uns Sache mit gesprochen. dem Reinblut ist praktisch ihre Religion oder sowas. Was haben wir denn hier? Navigationskarten. Sind die für irgendwas brauchbar? Wir nehmen die mal mit. Kosten ja nicht viel. Das können wir uns gerade noch leisten. Sie soll bei dem Angriff der Geth auf die Citadel ihre Töchter verloren haben. Ja, Ja. klar. Und davor war der Kontakt mit ihr bestimmt die reinste Freude. Natürlich. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ich suche eine Asari-Kriegerin namens Samara. Oh nein, was hat sie getan? Hat sie jemanden umgebracht? Nee, wir wollen nur Ganz quatschen. ruhig. Ich muss nur mit ihr reden. Sie ist die erste Justikarin, die je zu uns gekommen ist. Ich mache mir Sorgen, dass sie das Feuer eröffnet. Sie ist vor einigen Stunden zum Raumhafen gegangen. Wenn Sie dorthin wollen, können Sie sich an dem Stand auf dem Balkon da ein Taxi kommen lassen. Seien Sie einfach höflich, wenn Sie ihr begegnen. Justikarinnen verkörpern unsere höchsten Gesetze und bleiben normalerweise im Gebiet der Asari. Sie ist den Umgang mit Aliens nicht gewohnt. Okay, also du machst dir Sorgen? Ist Samara wirklich so gefährlich? Wenn Sie sich an die Gesetze halten, haben Sie nichts zu befürchten. Und eine Justikarin würde für den Schutz Unschuldiger ohne Zögern ihr Leben geben. Wenn Justikare auf etwas Böses stoßen, müssen sie es beseitigen. Bei den Asari klappt das ganz gut. Aber es macht mich nervös, dass eine hier ist, solange andere Spezies etwas anstellen könnten. Okay, hast du so Sorgen wegen Aliens? Warum machen Sie sich Sorgen darum, dass andere Spezies mit ihr in Kontakt kommen? Wenn eine Justikarin eine Asari tötet, gehen wir davon aus, dass es gerechtfertigt war, selbst wenn keine Beweise vorliegen. Aber wie ist das bei einem Menschen? Glauben Sie, die Allianz würde ihre Motive verstehen und ihre Autorität anerkennen? Das schaffen sie doch nicht mal bei ihren eigenen Religionen. Würde die Allianz das verstehen und akzeptieren oder würde sie Beweise verlangen? Dann würde ich nämlich ordentlich in der Klemme stecken. Okay, erzähl mal was über diesen Erzählen Sie Beruf. mir mehr über die Justikare. Sie sind ähnlich wie Spectres. Sie reisen durch das Gebiet der Asari, beschützen die Schwachen und bestrafen die Schuldigen. Mit einer Waffe. Die meisten sind auf irgendeiner lebenslangen Mission, aber sie kümmern sich unterwegs um jedes Unrecht, was zu Problemen führen kann. Sie sind ein ehrwürdiger alter Orden, den wir verehren. Dennoch ist es beunruhigend, einen von ihnen in Nos Astra zu wissen. Wem unterstehen Sie? Spectres werden vom Rat autorisiert. Wen repräsentieren Justikare? Was? Das ist wie... Ich kenne dafür keine gute menschliche Metapher. Sie stehen für ihren Kodex. Unseren Kodex. Es ist mehr eine religiöse Gruppierung als eine Abteilung der Polizei. Keine gesetzestreue Asari würde die Befehle einer Justikarin anzweifeln. Sie sind völlig unabhängig und nur ihrem eigenen Kodex unterworfen. Eine Justikarin würde lieber sterben, bevor sie ihren eigenen Kodex verletzt. Okay, wo ist sie hin? Ich suche Samara. Ich sagte Ihnen doch, sie ist beim Raumhafen. An dem Stand auf dem Balkon da können Sie ein Taxi rufen. Okay, danke dir. Danke für Ihre Hilfe. Viel Glück mit der Justikarin. Wir brauchen kein Glück. Wir kriegen das schon irgendwie geregelt. Sie ist die letzte einer aussterbenden Art. In ein paar Generationen wird es kaum noch. Ein Beispiel. Du kennst doch diese neue Droge, die bleibende neurale Narben hinterlässt. Die ist schrecklich. Für den Versand braucht man einen 12-seitigen Vertrag und dann noch eine Verzichtserklärung für den Gebrauch. Ich habe 50 Stunden plus Überstunden dafür berechnet. Eieiei. Green News möchte nun eine Erläuterung zu unserem Sonderbericht über den berüchtigten Auftragsmörder Fane Creos abgeben. Illium News hat Fane Creos in deren zugeschrieben. So, was gibt's denn hier? Serena? Wer will das wissen? Jemand ich heiße fragen. Shepard. Liara Tassoni sagte, Sie hätten vielleicht Informationen über Thane Krios. Tanner, machen Sie für mich weiter. Hier rüber. Ja, ich weiß, wer Thane Krios ist. Ich habe ihm Informationen gegeben, aber ihn nicht angeheuert. Was wollen Sie wissen? Wo ist er? Vielleicht könnten Sie mir helfen, ihn zu finden. Ich kann es Ihnen sagen, aber Sie werden ihn nicht aufhalten. Als er mich kontaktierte, habe ich ihn überprüft. Er hat bisher jeden Job zu Ende gebracht. Ich war für die Sicherheit von Asana Dantius zuständig. Aber dann fand ich raus, dass sie Leute umlegt, um ihre schmutzigen Geheimnisse zu wahren.
Als ich sie damit konfrontierte, hat sie mich gefeuert. Selber schuld. Ich hätte Thane vielleicht davon abhalten können, sie umzulegen. Wenn sie dort gearbeitet haben, müssen sie doch wissen, wie viel Widerstand ihn dort erwartet. Eclipse-Söldner, Hightech-Killer. Undiszipliniert, aber bestens ausgerüstet. Denen ist egal, wen sie töten, solange sie dafür bezahlt werden. Schon wieder Eclipse. Auf Thane wartet ein ordentliches Empfangskommando. Ich habe ihm alles gesagt, was ich wusste. Es schien ihn nicht zu beunruhigen. Okay, erzähl mir was über Nassana. Warum kommt mir dieser Name so bekannt vor? Sie war vor ein paar Jahren Repräsentantin auf der Citadel. Stimmt. Sie ließ mich ihre Schwester töten, die Sklavenhändlerin. Ich dachte immer, das sei nur ein Gerücht. Nun, dann wissen Sie ja, wozu sie fähig ist. Hier auf Nos Astra hat sie sogar noch mehr Macht. Damit hält sie ihre Freunde unter Kontrolle und bringt ihre Feinde um. Okay, also, was wo das? Finde ich, Thane? In den Dantius Towers, Penthouse von Turm 1. Es gibt einen zweiten Turm, an dem noch gebaut wird. Wenn Ihr Freund clever ist, geht er von da aus rein. Also müssten Sie ihn dort finden. Haben Sie Zugang? Das klingt nicht danach, als würde Nassana mich einfach so reinlassen. Sie ist ebenso klug wie paranoid. Ohne Kampf kommt da keiner rein oder raus. Ich kann Sie reinbringen, aber Sie haben nur einen Versuch. Sie sollten sich gut vorbereiten. Grund für die Unterstützung. Sie bieten einfach so Ihre Hilfe an, ohne Hintergedanken? Sie werden nach Thane suchen und Nassadnas Söldner werden versuchen, sie aufzuhalten. Wenigstens lenken sie dann ihre Wachen ab. Sie geraten unter Feuer und Thane kriegt freies Schussfeld. Ich habe ihn nicht angeheuert, Nassana umzulegen, aber ich werde nicht weinen, wenn sie bekommt, was sie verdient hat. Noch nicht. Ich bin gleich wieder da. Ich werde hier sein, aber Sie sollten nicht zu lange warten. So, weil wir haben doch noch... Hier mal kurz da nachgucken... Ich weiß nicht, ob das nur eins oder mehrere sind. Das steht hier leider nicht. Weil noch kein Haken da ist. Ich würde sagen, wir schauen noch ein bisschen, ob wir da noch weitere solche Terminal-Dinger finden. Komme ich jetzt von hier? Ja, von da komme ich. Ach genau, da war der Typ da hinten, der vorhin noch telefoniert hatte. Kann jetzt mit dir reden? Entschuldigung, aber das ist ein wichtiges Gespräch. Ja, dann halt nicht. Hier auf dem Aktienmarkt gehabt? Türmen sich die Schulden auf? Nö. Vielleicht sollten Sie sich anderen Optionen öffnen. Das klingt schräg. So, schauen wir mal, ob hier vielleicht noch irgendwo so ein Terminal ist. Ich brauche minimale Hitzeentwicklung und Geschwindigkeit. Hey, geht's auch noch irgendwo hin? Was du brauchst, interessiert mich eigentlich nicht die Bohne. Wo geht's denn hier hin? Hm, eine Asari. Ich werde dieses Arschloch verhaften lassen. Alles klar, wen? Passen Sie bloß auf, wenn Sie da reingehen. Ein Mensch macht Ärger. Er verlangt, dass ich ihm den Laden überschreibe. Gut zu wissen. Ich werde vorsichtig sein. Sie können ihn auch töten. Ganz legal, meine ich. In Notwehr. Ich stelle mich als Zeugin zur Verfügung. Und für alle Fälle installiere ich gerade Überwachungskameras. Wenn er oder sonst jemand Ärger macht, lasse ich ihre Ärsche einbuchten. Alles klar. Dann schauen wir noch mal, wer hier Ärger macht. Hm, wer bist du? Egal, ich rede mit dir. Verzeihung, ich warte auf jemanden. Okay. Und dann sagt er, oh, schon in Ordnung. Unsere Aminosäuren sind völlig anders. Deshalb werden wir auch nicht krank oder so, wenn wir ungeschützt unterwegs sind. Und ich sage dir, genau deshalb solltest du nicht mit Menschen ausgehen. Dann musste ich ihm den Austausch von Körperflüssigkeiten zwischen verschiedenen Spezies erklären. Die Stimmung war natürlich im Eimer. Zumal du eine Quarianerin bist. Wie konnte er nur so unsensibel sein? Okay, muss ich verstehe hier. Immer noch nicht, warum wir hier sind. Salarianer heiraten nicht. Meine Familie hat lediglich einen Fortpflanzungsvertrag ausgehandelt. Wie auch immer. Näher kommt die Jungs nie an eine Hochzeit ran und deswegen kriegen sie einen Junggesellenabschied. Ende der Diskussion. So.
Sie lassen mich hängen? Ich bin ein Mann am Rande des Abgrunds. Ich habe nichts zu verlieren. Konrad Werner, der Name, der Name. Ich tue alles, um meinen Job zu erledigen. Den kenne ich doch. Ich habe keine Zweifel. Wollen Sie wissen, wie weit ich gehe? Ich habe gelernt, wie man Leuten eine Knarre vor die Fresse hält. Und zwar von Commander Shepard. Hey, falls Sie diesen Idioten kennen, bremsen Sie ihn mal, bevor ich ihm den Arsch mit einer Singularität versohle. Hättest du es mal gemacht. Sind Sie es wirklich? Ich bin's, Konrad Werner. Wir haben uns auf der Citadel kennengelernt. Ja, ich höre noch nicht. Ich wollte ein Spectre werden. Oh, und dann haben Sie mir eine Waffe unter die Nase gehalten. Sie haben mir gezeigt, was es heißt, bis an die Grenzen zu gehen. Ich werde diese Lektion beherzigen. Sie sind also am Leben, was? Ja, so läuft das in dem Geschäft. Schlage vor, Sie lehnen sich zurück und sehen einem Profi bei der Arbeit zu. Ich muss nämlich jetzt in ein paar Ärsche treten. Conrad, warum eifern Sie mir nach? Was? Sind Sie verrückt? Ich eifere Ihnen überhaupt nicht nach. Ich bin kein Spectre, der für den Rat arbeitet. Ich bin ein einsamer Wolf. Gestützt allein von wachem Geist und starken Nerven. Da zählt keine so Scheiße. Regeln, keine Gesetze. Für mich zählt nur, was zum Erfolg führt. Ich eifere Ihnen überhaupt nicht nach. Wo hast du meine Panzerung her? Wie sind Sie an die Panzerung gekommen? Oh, mit dem nötigen Kleingeld kann man heutzutage ziemlich überzeugende Replikate kaufen. Die komplette Ausstattung war ganz schön teuer. Aber meine Frau hat mich voll unterstützt. Sie hat sogar mein Shuttle-Ticket hierher bezahlt. Alter, du bist so peinlich. Conrad, haben Sie eigentlich irgendeine Kampfausbildung? Ich rette die Galaxie, Shepard. Da bleibt für sowas keine Zeit. Verstehen Sie es denn nicht? Sie waren sehr unfreundlich, aber Sie haben die Galaxie gerettet und den anderen Spezies gezeigt, dass Menschen wichtig sind. Und dann sind Sie gestorben. Die Galaxie braucht jemanden wie Sie, Shepard. Wir alle tun das. Ich musste etwas unternehmen. Alter, du erzählst nur Bullshit. Und jetzt durchwandern Sie die Galaxie und bekämpfen das Unrecht? Hey, bitte nicht in diesem Ton. Ich rede mit den Leuten und frage sie, ob sie große Probleme haben, die nur ich lösen kann. Du. Sie wären überrascht, wie viele nur darauf warten, mal mit jemandem reden zu können. Manchmal durchstöbere ich auch Kisten. Sie wissen schon, für ein paar Extra-Credits. Jedes anständige Sicherheitssystem erkennt, dass sie nicht beim Militär sind. Und in meiner Truppe schon gar nicht. Ich sage einfach, dass ich total undercover arbeite und deswegen nicht von den Systemen erkannt werde. Ich tue eben, was ich kann, okay? Sie waren ein Held. Sie haben die Galaxie gerettet und allen gezeigt, wozu Menschen in der Lage sind. Du wiederholst dich. Und dann sind sie gestorben. Nee, ich wurde umgebracht. Braucht jemanden wie Sie, Shepard. Wir alle tun das. Ich musste etwas unternehmen. Was hast du hier angestellt? Warum haben Sie versucht, die Urkunde hierher zu bringen? Dieser Laden ist nur Tarnung für einen Handel mit rotem Sand. Ich muss sie mitnehmen, um den Drogenring zu zerschlagen. Was? Wer zum Teufel sagt denn sowas? Die Besitzerin des Waffengeschäfts beim Carport. Sie ist ein Undercover-Cop. Sie hat mir davon erzählt, als ich mich ihr vorgestellt habe. Hören Sie zu, Erbsenhirn. Erstens verkaufen wir keinen roten Sand. Und zweitens ist roter Sand auf Ilium legal. Man braucht lediglich eine Lizenz. Ich rede mal mit dieser Undercover-Politesse und finde raus, was hier vor sich geht. Danke. Wenn ich nervige Gäste umlege, geht immer was zu Bruch und es wird mir dann vom Lohn abgezogen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie Hilfe brauchen, Shepard. Alter, du bist so peinlich. Also gehen wir mal mit dem Waffenhändler quatschen. Die Frau ist weg. Eine Rückrufwarnung. Alle Benutzer von medizinischen Strahlungssystemen der Firma Koros werden ersucht, die Behandlung damit sofort einzustellen. Bitte bringen Sie Ihr System als autorisiert. Haben Sie nichts Schickeres? Ich will etwas, das sagt, der Raum gehört mir. Du. Wer ist denn die Waffenhändlerin? Ist sie irgendwo hier? Hier sind noch die ganzen Händler. Und los geht's. Lauft nur weg, ihr Schweine. Gebt eure Koloniepläne auf. Das ist widerlich. Sie machen Geld. Okay, Aber hier ist doch nirgendwo eine Waffenhändlerin. Wenn Sie nichts Besseres haben, muss das wohl reichen. Aber sind Sie sicher, dass die neutralen... Seltsam. Schauen wir mal woanders.
Fishtalk Foodcheck, das klingt... Ach, du schon wieder. Hören Sie, ich weiß, dass die Daten für die Familie Kyrosa sehr wichtig sind. Lassana Dentius hat uns nicht mal Zeit zum Packen gelassen. Ja, das haben wir vorhin auch schon mal gehört. Wo könnte die Waffenhändlerin sein? Wer ist... Etwas so Handelsebene. Darf man verkaufen und braucht dafür nur einen Vertrag und eine Verzichtserklärung? Ja, du ich da. Meine nur, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ich habe mit einem alten Freund gesprochen, Conrad Ferner. Sie haben ihm erzählt, dass in der Eternity Bar roter Sand verkauft wird. Ah, Sie sind mit Conrad befreundet. Ja, das ist ein sehr gefährlicher Ort. Ich muss es wissen, ich bin eine Undercover-Polizistin. Bringen Sie mir die Besitzurkunde für die Bar? Ich brauche sie nämlich, um den Dealern, die roten Sand verkaufen, das Handwerk zu legen. Lügen, ich habe aber. Den Barbesitzer weichgeklopft, aber Sie müssen hingehen und die Sache selbst zu Ende bringen. Im Ernst? Sind Sie sicher? Absolut. Sie müssen das Geschäft nur abschließen. Sie gehen rein, bleiben hart und lassen durchblicken, dass wir zusammenarbeiten. Dann kriegen Sie die Urkunde. Na dann, super. Hier, ich stelle jetzt den Rabatt für Sie ein. Danke für die Hilfe. So, Moment, haben wir dieses Terminal schon mal gehackt oder nicht? Bin mir gerade nicht sicher. Ups, da war die falsche Taste. Also nochmal. Das hier und das hier und... Na, das hier meinte ich. Das da. Ist das wieder dieses Terminal oder ist das ein anderes? Nö, dieses ist es nicht. Wie wär's mit deinem Fisch? Die liebt ihren Garten. Wir könnten einen Tag. Für dich ist Eclipse nur Spaß. Aber für mich ist es die Zukunft. Die Fortpflanzungsstrategie meines Clans steht auf dem Spiel. Denken Salarian. Ich weiß nicht. Ich finde es immer noch schrecklich, dass so etwas legalisiert wird. Alle Gefahren stehen klar und deutlich auf der Verpackung. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Aber wer liest sowas schon? Betrachte es als Methode, die Leute auszusieben, die zu dumm sind, ihre eigenen Grenzen zu kennen. Okay. Da haben wir noch eins gefunden. Sagst du solche Sachen und ich weiß nicht. Es liegt vielleicht daran, dass dein Vater Batterianer war. Kürzer präsentieren wir Ihnen unsere jährliche Liste mit den 10 reichsten Bürgern von Illyrien. Ist der Himmel noch strahlend Asari blau oder mittlerweile Volus? Und verpassen Sie nicht die neueste Modesünde bei den Commerce Awards letzte Woche. All das und noch viel mehr täglich bei Financial Entertainment. Alter, du hast Sorgen. Es ist, als würde man die Bunte hier lesen. Ne, hier nicht. Also gut. Dann gehen wir mal hier zurück und schauen mal, was da oben ist. Verdammt, das ist doch alles nur ein Missverständnis. Erzählen Sie das dem Richter. Meine Überwachungsvideos zeigen Ihren Erpressungsversuch aus 4 verschiedenen Blickwinkeln. Ich wurde hintergangen. Man hat mir gesagt, Sie hätten sich mit dem Verkauf einverstanden erklärt. Bringen Sie sie weg, bevor ich sie von meinem Barmann rauswerfen lasse. So, das war das. Was ist geschehen? Die Undercover-Polizistin vom Waffenkiosk wurde soeben verhaftet. Es war eine Falle. Sie war keine Polizistin, sondern eine Undercover-Agentin von einer Terroristengruppe. Ohne sie hätte ich sie nie gefunden. Wirklich? Wirklich. Das war großartige Arbeit, Conrad. Gehen Sie jetzt bitte nach Hause. Ab hier übernehme ich. Natürlich, Shepard. Und vielen Dank. Es ist schön, dass Sie wieder da sind. So, dann haben wir den auch los. Dann quatschen wir mal mit. Wieso steht da eigentlich Barmann? Das ist doch eindeutig eine Barfrau. Danke, dass Sie sich um diesen Irren gekümmert haben.
Sonst hätte ich ihn mit seiner eigenen Wirbelsäule erschlagen müssen und das macht die anderen Gäste immer ein wenig nervös. Wie auch immer, das hier ist das Eternity und ich bin Athita, Asari-Matriarchin und Barfrau. Was darf sein? Eine Matriarchin? Sie sind eine Asari-Matriarchin? Ich dachte, Matriarchinnen wären als angesehene Beraterinnen tätig. Stimmt. Und genau das mache ich auch hier in der Bar. Ich weiß, da erwartet man was anderes. Aber auf Tessia wollte niemand auf meinen Rat hören und deshalb bin ich jetzt hier. Mein Vater war ein Kroganer, der in den Rachni-Kriegen gekämpft hat. Und meine Mutter war bei den kroganischen Rebellionen dabei. Ich habe so ziemlich alles gesehen. Okay. Erzähl mal was von deiner Mutter. Ihre Mutter hat in den kroganischen Rebellionen gekämpft? Ich weiß nicht, ob sie wirklich gekämpft hat. Sie war Späherin, Scharfschützin und hat ein paar Raumstationen in die Luft gejagt. Dann hat sie ja doch gekämpft. Spezialeinheit und so, Sie wissen schon. Für besondere Abende mit meinem Vater hat sie ihre alte Lederuniform angezogen. Bei der Göttin war das peinlich. Sag mal, was ist denn das hier für eine Folge? Was sind das hier zurzeit für Folgen? Es geht überall nur um Sex, um SM, um Sklaven und sag mal. Wenn ihre Mutter in den Rebellionen gekämpft hat und ihr Vater Kroganer war, gab es deshalb doch sicher Spannungen. Sie lernten sich erst ein paar hundert Jahre nach der Sache mit den Turianern und der verdammten Genophage kennen. Soweit es die beiden anging, waren sie einfach nur Krieger. Vater hat geprahlt, Mutter sagte nichts. Mutter war selbst Matriarchin und Vater fast schon 1000, als die Wahrheit herauskam. Und dann? Was ist passiert, als er es herausgefunden hat? Ich war knapp 100 und wackelte in einer schmierigen Bar mit dem Arsch. Sie haben mich angerufen und gesagt, dass sie es jetzt austragen würden und dass ich den Überlebenden lieben sollte. Das war dann ganz einfach, weil beide dabei umgekommen sind. Familie? Nicht mehr als ein gewaltiger Tritt ins Eierquartett. Das ist doch unglaublich. Erzähl was von deinem Vater. Sie sagten, ihr Vater hätte in den Rachni-Kriegen gekämpft? Ja, als er noch jung war. Er hat immer gerne seine Kriegsnarben rumgezeigt. Kroganer finden sowas sexy. Ich stehe ja mehr auf Ärsche. Als ich ein kleines Mädchen war, hat er mir immer von der Landung auf diesem giftigen Planeten erzählt. Und wie er eine Rachni-Königin zu Brei zerstampft hat. Die Wissenschaftler sagen, es sei Quatsch, dass uns genetisches Material vom Vater vererbt wird. Aber von seinem losen Mundwerk habe ich wohl doch einen Teil abbekommen. Mir scheint's auch so. Warum serviert eine Matriarchin in einer Bar Drinks? Das ist besser als das, was die meisten anderen Matriarchinnen machen. Bei der Sache mit Zaren und seinen Gath vor ein paar Jahren haben sie jedenfalls total versagt. Ihre Schiffe hingen mit blankem Arsch im Weltraum, als Zaren das Feuer eröffnet hat. Ohne die Menschen wären wir damals alle draufgegangen. Und ich habe sie gewarnt. Hab den Leuten auf Tessia gesagt, was sie erwartet, aber sie wollten es nicht hören. Was wollten sie nicht hören? Dass Kunst, Philosophie und politischer Einfluss nicht ausreichen würden. Man kann keine einzige Asari-Lebensspanne hinter sich bringen, ohne dass irgendwo ein großer Krieg ausbricht. Wir müssen unsere Töchter früher an die Arbeit gewöhnen und dürfen nicht zulassen, dass sie ihre wilde, jungfräuliche Phase als Stripperinnen oder in Söldnertrupps verbringen. Als ich dazu geraten habe, neue Massenportale selbst herzustellen, wurde das mit einem höhnischen Lachen abgetan. Darum serviere ich jetzt Drinks. Okay, den Vorschlag, selber eigene Massenportale zu erstellen, ist aber gar nicht blöd, weil die habe ich dann selber unter Kontrolle und kann die anderen abschalten, wo ich nicht weiß, woher sie kommen, wer sie bedient, ob da nicht irgendwie eine Hintertür oder sonst irgendwas eingebaut ist. Also ist eigentlich schon sinnvoll, der Vorschlag. Wie ist das eigentlich, wenn man fast 1000 Jahre lang lebt? Voller Gewalt. Kriege brechen aus, Kolonien werden zerstört. Manchmal gibt's auch gute Nachrichten. Wie etwa, dass die Kolonie auf Pharos überlebt hat. Aber das sind Ausnahmen. Frieden findet man nur, wenn einen jemand in den Arm nimmt. Turianer, Elkor, Hanar. Ich hatte sogar mal eine reinblütige Tochter. Ich war der Vater. Hat nicht funktioniert. Eines Tages wacht man dann mit einer Matriarchinfigur auf. Und alle anderen sind so jung, dass sie nicht mal mehr wissen, wie Quarianer ohne Anzüge aussehen. Gut, es gibt auch Sachen, die muss ich nicht wissen. Okay, das... Moment, haben wir noch irgendwas? Nö. Dann lass es jetzt erstmal. Sie mir davon erzählt haben. Dafür bin ich ja da, Schätzchen. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Na komm, wir nehmen noch ein Bierchen oder sowas. Ich möchte etwas trinken.
Natürlich. Ich schalte im Trinkkiosk einen Zapfhahn frei. Schießen Sie sich ruhig ab. Wenn Sie wollen, können Sie das auch wörtlich nehmen. Aber trinken Sie nichts, was für Turianer oder Quarianer gedacht ist. Es wäre gar nicht gut für Ihr Innenleben. Vor 6 oder 7 Jahrhunderten hat mal ein Kroganer für eine Wette einen verflüssigten Turianer getrunken. Das war für keinen der Beteiligten eine schöne Erfahrung. Das klingt eklig, aber erzähl mir davon. Wie ist das so, eine Asari-Matriarchin zu sein? Genauso, als wenn man was anderes ist. Meine Eltern hatten ein interessanteres Leben als ich. Okay, das wär's dann. Danke, dass Sie mir davon erzählt haben. In Ordnung. Aber essen Sie nicht die Nüsse in den roten Schalen. Die sind für Turianer und Quarianer. Sie bekämen davon Krämpfe. Nüsse in den roten Schalen? Vielleicht sollten wir das mal ausprobieren. Ein geheimnisvoller Trink. Komm, rein damit. Ja, wir drehen uns ein bisschen. Ja, mir tut auch die Schulter weh. So, was haben wir denn jetzt noch auf unserer Uhr? Das ist hier erledigt. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Du verdienst jemanden, der dich respektiert. So, kommen wir mit dir. Verzeihung, ich warte auf jemanden. Okay, hat sich also nichts geändert. Wenn du was unternehmen willst, könnten wir ja mal nach der Arbeit gemeinsam ein Video ansehen oder so. Oh, das ist wirklich nett, aber mir geht's gut. So eine kleine Trockenperiode bringt mich nicht um. Wir könnten uns Flotte und Flottille ansehen. Der hat Preise bekommen für seine Darstellung der Beziehungen zwischen Turianern und Quarianern. Wie auch immer. Wenn es zum Schlimmsten kommt, ist in meinem Anzug ja das Nervenstimulationsprogramm eingebaut. Außerdem sollen die Liebesszenen sehr... Was? Ja, ja. Standardausstattung für jeden verantwortungsvollen Erwachsenen. Pass auf, ich schalte es mal ein. Entschuldigung, Mensch. Privatgespräch. Etwas mehr Abstand, bitte. Ich stehe doch weit weg. Und hier geht's... Also dieser ganze Planet... Hier geht's überall offenbar nur um Sex. Das ist... okay, um Sex und um Töten. Und um... bisschen Geschäfte machen vielleicht auch noch. Aber der hauptsächliche Teil ist, scheint doch hier nur... Sex zu sein. So, ich würde sagen, ich beende diese Folge jetzt mal hier an dieser Stelle. Werden wir hochgehen zu Liara, mal schauen, ob wir da noch irgendwas machen können. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Vardash.